Nein, jetzt nicht das Dossierbild, jetzt nicht. Oh. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge ARK. Und wie man sieht, ich bin nackt. Und wie man hier sieht, ich bin Level 1 und ich heiße jetzt auch anders. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen anderen Namen. Und wie man hier sieht, Moment, so, sieht man eigentlich fast nichts, weil wir sind auf einer anderen Karte und die habe ich noch nicht wirklich entdeckt. Und ja, es fängt eine neue Staffel an. Ich bin, oder ja, momentan bin ich noch alleine. Aro ist zwar mit dabei, sag mal hallo. Hallo. Brav. Und ja, Aro wollte ihren Charakter mitnehmen, so wie manche andere Leute auch. Ich habe gesagt, komm, das ist doch die Chance, einfach mal einen Neuanfang zu machen. Allein schon das Gefühl, einfach mal mit der Faust gegen den Baum zu hauen, um Thatch zu bekommen, um sich einfach nur eine Steinaxt zu machen. Es ist so, dass ich jetzt einfach mal versuche, alleine zu überleben. Ist ja schon lange her, dass ich das mal gemacht habe. Und wenn ich ein bestimmtes Level habe, dann kehre ich quasi zu den anderen Leuten zurück. Und dann bauen wir da zusammen eine Basis. Aro ist quasi schon da. Baut da schon mal für sich so ein bisschen. Und oh, da ist ein Kombi. Jetzt muss er sich sogar mal vor sowas in Acht nehmen. Da kann allein schon ein Kombi einem gefährlich werden. Ja, und die baut quasi so ein bisschen ihr eigenes Zeug erstmal so lange. Und wenn wir uns dann zusammentreffen, dann machen wir zusammen auch weiter. Aber vorerst, ja, bin ich mal alleine. Wir haben ein paar Server-Einstellungen verändert, beziehungsweise die hatten wir ja auf der anderen Map auch schon geändert, die haben wir übernommen. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, dass wir zum Beispiel mehr Ressourcen haben, weil ganzen Leute, alle müssen neu bauen. Und wenn dann die Ressourcen, wenn sie zum Beispiel nah beieinander bauen, dann sind die Ressourcen ja schon sowieso knapp und deswegen kriegt man einfach mehr raus. Was jetzt auch für mich für den Anfang sehr hilfreich ist. Man kriegt mehr Bären und so weiter. Man muss sich jetzt erstmal wieder von Bären ernähren. Man muss sich eine Thatch-Hütte bauen und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt einfach mal anfangen. So. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch gleich schon was gezähmt bekommen. Ja. Und halt versuchen nicht drauf zu gehen, ne? So, weil vorhin habe ich schon gespawnt, dann kam schon direkt ein Level 90 Raptor und dann war ich tot. So, fangen wir mal an. Holen wir mal Thatch und Holz. Level 90 High. Alle, der Falter. So. Kann ich. Achso, ich muss wahrscheinlich noch einen Stein holen. Ja. Stone. Da liegt doch ein Stein rum. Da. Wir haben es auf mal 5, wie ihr seht. Also, wenn man einen Stein aufnimmt, hat man gleich 5. Aber das stellen wir dann irgendwann wieder runter. So, Steinpicke. Wuhu, ich hab mein erstes Ding gecraftet. Ich habe eine Steinpicke. Ja! Wie geil! super. Jetzt kannst du den Mount Everest versteigen. Das kommt gleich mal unten auf die 1. So. 1. Oh, ich habe auch schon Level Up. Wuhu. So. Kann ich mir gleich mal Flint holen. Okay, ich denke, es reicht mal. Okay, wir haben Level Up. Ich würde erstmal Leben machen. Erstmal Leben. So. Dann brauchen wir ein Lagerfeuer. Eine Steinaxt wäre ganz gut. Und ein Speer können wir schon nicht mehr machen. Weil wir keine Punkte mehr haben. Aber gleich schon wieder ein Level Up. Was braucht denn die. Ach, guck mal, kann ich schon machen. Cool. Habe ich auch gleich schon eine Steinaxt. So. Okay, dann. Die Frage, erstmal so halbwegs in Sicherheit bringen oder erstmal so ein bisschen erkunden? Weil wenn man jetzt was verliert, wäre es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Muss mal halt wieder gegen den Baum hauen. Ich glaube, erstmal was zu essen holen wäre ganz geschickt, weil sonst verhungert man irgendwann. Was siehst du mal, das ist echt so neu und ja. Ein paar Bären farmen, ein bisschen Fiber, dann kann man auch gleich Klamotten machen, sobald man wieder ein Level-Up hat und das lernen kann. Ich glaube, Speere wären ganz wichtig. Es blitzt. Ja, es gibt jetzt auch Donner und Blitz hier. Beziehungsweise Donner und so gibt es ja eh schon. Gab es, glaube ich, auch schon.
Aber es gibt jetzt hier auch Blitze. Und einer hat sogar gemeint, der ist sogar von dem Blitz mal getötet worden. Also, ob das jetzt wirklich so war oder ob das Zufall war, keine Ahnung. Ist er mit dem Regenschirm rausgegangen? Ich habe ein Level up. Wuhu! Ich gehe mal so ein bisschen an den Strand näher. Und guck mal. Alter. Ja, ich mach mal nochmal Leben, lieber. Und was? Jetzt mal ein Speer auf jeden Fall. Wir haben noch 7 Punkte. Dann mache ich mir mal eine Hose und ein Hemd. Das kann ich mir ja schon craften. Craften. Für einen Speer brauchen wir Holz. Und mehr Flint. Ach Quatsch, den Flint haben wir, aber Holz brauchen wir noch. Ist kein Problem. Also holen wir Holz. So, jetzt können wir mal ein paar Speere bauen. Was, 2? Ach, Fiber. Die brauchen so viel Fiber, siehst mal. Ah, oh, ich bin zu langsam, weil ich crafte. So. Ich finde auch die Blumen hier voll geil. Die haben jetzt so Blümchen, vor allem auch welche, die man abernten kann. Manche kann man nicht, aber sieht echt schön aus, echt cool. Die Map ist echt, echt cool. Also ich habe sie ja mal im Sing. Ach, guck mal, schon mit Level Up. Wie geil. Ich dachte gerade, wäre was. Ist aber nichts. So, dann können wir ja sogar gleich schon die erste Thatch-Hütte bauen. Wenn ich die Engrams lerne. Oder erstmal eine Mütze. Hm. Erstmal voll angezogen sein oder erstmal lieber in Sicherheit mit einer Hütte? Ich hab mich jetzt erst angezogen. Ich brauche sowieso noch hier. Ich bin schon überladen, ne? Auch so geil. Okay, Speer. Die Speere mache ich gleich mal auf die 3. So, Level up, Level up. Ich mache jetzt mal noch Gewicht. Okay, wie viele Punkte haben wir? 9. Ich nehme jetzt mal das hier und eine Wand. Und das hier. So. Okay. Wo sind wir denn auf der Karte? Ungefähr. Da sind wir wenigstens nicht ganz so weit weg. Also ganz unten rechts, da habe ich den anderen Leuten schon geholfen umzuziehen. Deswegen ist es schon aufgedeckt. Da werden wir dann auch bauen, sobald ich ein angemessenes Level habe, sage ich mal. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir gerade mal hier in der Nähe. Das Geile auf der Map ist auch, dass man überall Ressourcen hat. Das da drüben sieht eigentlich ganz gut aus. Da auf der kleinen Anhöhe. Nur das Problem ist, erstmal hier rüber schwimmen, ne? Ja, da ist schon so ein neuer Dino. Wenn ich den... Oh, da kommt schon Piranha, der will schon was. Super. Hallo. Oh, Fleisch, Fleisch wäre ganz gut, ne? Zum Braten. Der Ast sah gerade aus wie beim Dino. Ich habe jetzt schon wieder... Angst. Ach du Scheiße. Ja, ich habe mein erstes Engram. Mein erstes Dossierbild. Ich habe einen Piranha getötet. Wuhu. Hä, ich habe den Auto... Ich hab, geil, ich habe den automatisch in der Hand. So, Fleisch... Achso, ist ja Fischmeat, kriegt man da ja nur raus, ne? Okay, egal, machen wir noch ein Lagerfeuer. Was hast du jetzt gesagt? Dass ich wieder Angst habe zu sterben. Ein Lagerfeuer habe ich ja. Ja, genau, das ist auch so, ne? Man hat jetzt erstmal Schiss zu sterben. Ist doch auch irgendwie cool. Achso, was wir übrigens auch noch gleich machen können, ist L. Tribe. Tribe. Garuda LP. Oder soll man den Tribe anders nennen diesmal? Keine Ahnung, frag die Mitglieder. Dann lassen wir das erstmal so. Und dann mache ich jetzt hier mal Holz rein und ein bisschen Fischfleisch. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann habe ich nämlich auch was zu essen. Was ich hoffe, dass Fisch auch Leben regeneriert. Oh, da hat wohl jemand ein Problem. Okay. So. Oh, lecker Fischfleisch. Fisch, Fisch, Fisch. Habe ich überhaupt Hunger? Oh. Das Problem ist, dass Fisch ja nicht so viel regeneriert wie
wie zum Beispiel normales Fleisch. So, was hast du? Level 20, naja. Okay. Komm mal da drüben vielleicht besser rüber. Wir können nochmal probieren, da hinten rüber zu kommen. Da ist, glaube ich, nicht ganz so breit der Fluss. Lass mal da mal da drüben anfangen zu bauen, vielleicht. Aber hier oben wäre auch nicht schlecht. Wenn man da irgendwie hochkommt. Aber da braucht man wahrscheinlich erstmal einen Flieger. Okay, ich bin froh, dass ich immerhin schon mal 10 Minuten überlebt habe. Huhu. Schon immerhin etwas. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Ich warte jetzt mal, bis das Fleisch fertig gebraten ist und Kohle kriegen wir auch gleich raus. Und ja, ich sammle mal noch ein bisschen mehr und ich würde sagen, wir machen hier mal den ersten Schnitt. Ich habe zumindest bis jetzt überlebt und sobald ich eine kleine Hütte bauen kann, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt schön was gelernt und was gesammelt und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt können wir hier schön erstmal ein kleines Haus bauen. Es ist geil, wie klein man dann immer wieder anfangen muss. Gell? Also, so. Einfach nur eins auf eins. So. Und zack. Fertig ist das Haus. Es fehlt halt noch ein Bett oder ein Schlafsack, aber das, jetzt bin ich durcheinander gekommen, sorry. Genau, das muss ich erst noch warten, bis ich wieder ein Level-Up habe. Weil ich leider, nicht genug Engram-Punkte habe. Und ich habe auch eben vergessen, meine Klamotten anzuziehen. Ich habe sie schon gecraftet, habe sie aber nicht angezogen. Ja, so viel, an das man nicht mehr denkt, gell? Okay, ich sammle jetzt erstmal weiter, dass ich wieder ein Level abkriege. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder richtig bewegen. Das Haus hat schon allein schon mein ganzes Gewicht befüllt. Deswegen konnte ich schon gar nicht mehr rennen. Ein Schlafsack und ein Bett wäre jetzt nicht schlecht. Dann hat man wenigstens mal im Fall, dass man stirbt, eine neue Spawn-Möglichkeit. Aber ja, ich sammle jetzt mal weiter. Und wenn ich das Bett habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Yeah, wir haben einen Schlafsack. Und ich mache jetzt mal noch eine Slingshot. Wasser wäre vielleicht noch ganz gut. Haben wir aber nicht mehr genug Punkte. Denn jetzt muss ich momentan immer ins Wasser rennen zum Trinken. Ist mir gerade auch aufgefallen. Warum bin ich so schwer? Achso, jetzt muss ich vor allem ganz unter Wasser. Ja, da kommt nämlich schon der erste. Da kommt nämlich schon Fisch. Mal gucken, komm, kriegen wir den? Na, komm her. Yeah, schon wieder das nächste Dossierbild. Ja, aua. Wow, hey, wie weit? 110. Mega Piranha, 110. So. Prime Meat. Prime Fish Meat. Auf, komm. Raw Prime Fish Meat. 1. Juhu. Und ich komme nicht zum Lagerfeuer. Warum bin ich so schwer? Warum bin ich so schwer? 30 braucht das. Komm, schmeiß mal weg. Den Stein schmeißen wir mal erstmal weg. So. Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir mal raus. Das Prime Fish Meat ist erstmal wichtiger. So. Na? So, das ist erstmal wichtiger. Holz können wir auch mal hier reintun. Dann haben wir es wenigstens sicher. Und ja, wir haben jetzt einen Schlafsack. Wir brauchen jetzt aber auch Leder. muss mal gucken, ob wir so ein Dodo irgendwie hergelockt bekommen. Und so ein Schrank wäre auch nicht schlecht, dass man mal ein bisschen was ablegen kann. Jetzt bin ich schon wieder so schwer. Warum bin ich jetzt so schwer? Gut, die Kohle brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Die schmeiße ich erstmal weg. Das tun wir mal hier drauf. Und den Fisch kommen wir wieder hier rein. Ist der Prime-Fisch fertig? Einer ist fertig. So. Das erinnert an alte Zeiten, dass mir die... Scheiße, dass wir die Kohle rausschmeißen aus dem Lagerfeuer. Ja, wenn du erstmal weiter bist und du brauchst es für die Munition, dann heißt es, oh, Kohle, wie cool. Ach ja. Speere habe ich, glaube ich, erstmal genug. Prime Fish Meat machen wir mal hier drauf. Dann essen wir den lieber vorher, bevor wir das andere essen. Hält ja noch eine Stunde. Okay. Ja, ich guck mal nach dem Dodo. Damit wir ein bisschen Leder kriegen. Da hinten, da rennt doch schon einer. Ja, nur irgendwo ein Kompi, muss man aufpassen. Aber ich denke, wenn ein Kombi da ist, dann... Stirb, Dodo, stirb! Ja, es ist gut. Gib mir dein Leder. Mega Piranha, Mega Neura.
Na, ja, mehrere Mega Neura, scheiße. Nein, jetzt nicht das Fusierbild, jetzt nicht. Oh. Boah, fuck, war das knapp, hey. Ah. Du blödes Vieh, du blödes. Level 90 Neura. Gib mir dein Kiten. Ja. Dodo, der ist jetzt wahrscheinlich weg, ne? Mist. Oder? Okay, der ist weg. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Also ich brat mal das, brat mal schnell das Fleisch, weil das bringt auf jeden Fall was für, fürs Leben. Weil das Fisch, bringt das was? Oder? Ja, bringt was, okay. Das Problem ist, wir haben keinen Hunger. Zack, alles raus, das weg, Fleisch rein. So, das mal ist wichtiger als der Fisch. Okay, probieren wir mal den Parasaurier, aber ich glaube, der wird abhauen. Ah, Level 61, ja super. Ja, bleib stecken, bleib stecken. Hoffentlich kommt da nichts. Okay, hau ab, komm. Nimm mal dich. Level 10 Dodo, ist auch okay. Leder! Jawoll! Schnell zurück zur Hütte. Oh mein Gott. Was brauchen wir für einen Schlafsack? Leder und... Ja, ich kann einbauen. Ich kann einbauen. Huhu. Weißt du noch, was Dodos mögen? Tinterberry oder Mailberry? Ich glaube Mailberries. Ich glaube, die meisten Tiere mögen Mailberries. Aber wir haben Level up. Ich versuche mich jetzt an den Dodo. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal eine Storage Box. Achso, ich muss ja natürlich erstmal einen Punkt vergeben, so. Aber wir haben sogar zwei Level-Ups, guck mal, jetzt machen wir nochmal Gewicht. Gewicht. So, Storage-Box. Boah, ey, jetzt muss man echt überlegen, ob ich mir gleich ein Bett mache oder erstmal vielleicht noch lieber Schuhe und Zeug. Na komm, so. Oh, okay. Ich bin jetzt noch zu schwer, vielleicht ändert das was, wenn ich hier was crafte. So. Ich bin zu langsam. So. Mal erstmal den Schlafsack da rein. Na? Gerade war es zu grün. So. Okay, wir haben jetzt zumindest mal einen Schlafsack. Das heißt, wir können zumindest einmal sterben und haben jetzt nicht hier gleich irgendwie. Starten gleich von ganz woanders. Normales Fleisch haben wir jetzt auch. Die Sachen können wir anziehen. Wuhu! Okay. Was brauchen wir für einen zweiten Schlafsack? Natürlich Leder. War ja klar, ne? Also, nochmal gucken. Mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas finden, was wir töten können. Ich habe vorhin auch jetzt eine Weile gucken müssen, dass ich den richtigen Knopf für den Speer nehme, weil ich habe natürlich jetzt alles neu. Was bist du für ein Level? 24, das könnte man schaffen. Aufkommen, geh tot! Nein! Bleib hängen, ja. Da bleibst du nochmal hängen, das ist gut. Hallo? Ach Mist, verdammter. Oh, guck mal, ein Kombi. Level 45. Okay, oh, an den Oviraptor. Und Oviraptor wäre auch geil, wenn wir dann erstmal, erstmal, ne, du weißt schon, und so weiter und so fort. Wenn man mal Tiere hat. Ich wollte mir jetzt eigentlich auch noch ein paar Dodos zähmen. Für Kibbel. Um dann halt auch relativ schnell an den Pteranodon zu kommen. Aber ja,
Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So, Fleisch. Das tun wir mal raus. Das, na. Lieber mal erstmal das normale Fleisch braten. Scheiße. Okay. Was für ein Level bist du? 123. Jawohl. Du? 12. Du bist ja gleich tot. Auf, jetzt geht doch mal tot, Mensch. Ja, toll, dankeschön, für, dass ihr mein Lagerfeuer kaputt gemacht habt. Auf, jetzt geht tot. Ich brauch dein Leder. Gib mir dein Leder. Hallo? Krass. So, Leder, dankeschön. Hallo? Hallo? Jetzt. Nee? Nee? Irgendwie? Hallo? Jetzt. Du auch noch bitte? So. Take all from inventory. Ich bin zu schwer. Okay, kann ich. Bitte sag mir, dass ich eins craften kann. Bitte sag mir. Nein, das fehlt. Ah, 16 Stein. Die habe ich vorhin weggeschmissen, gell? Ja, toll. Okay, was schmeiße ich weg? Metall brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. Das kann man erstmal wegschmeißen. Okay, Stein. 16 Stück. Machen wir schnell noch ein Lagerfeuer. So, kann ich jetzt? Was fehlt noch? Okay, das Holz haben wir ja da hinten. Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Brauchen wir nicht ein Level up? Hier, Holz. Dann Lagerfeuer. So. Eine Kiste können wir auch machen. Super, dann kann ich nämlich auch das Metall nehmen, weil das Metall brauchen wir später. Dann brauchen wir es da schon mal nicht mehr suchen. Zack, erstmal dich. Dich stellen wir einfach mal hier unten. Oh, unten runter ist cool. So, das ist cool. Jetzt sieht man es nicht sofort. Okay. Das, 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 das hier. Das da rein. Das da rein. Fiber. Den ganzen Mist braucht man nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. Das kann da rein. Die kann man da runter tun. Okay. Lagerfeuer schnell wieder hinbauen. Ah, super, ich depp. Fleisch, Fleisch. Jede Menge Fleisch. Und dann brauchen wir unbedingt ein Tier, das als Kühlschrank fungiert. Holz. Holz da rein. Zack. Wie geht's uns mittlerweile wieder? Hunger. So, Wasser. Durst. Und so weiter und so fort. Ist da was? Ne, ist nichts. Okay, gut. So eine. Wir brauchen noch so eine Trinkflasche. Wie viele Punkte haben wir denn? 2 Stück. Ich glaube, Trinkflasche wäre so ziemlich das nächste. Okay. Ich denke, das war's für den Part. Wir haben, ja, solide, sage ich mal, ne? Für den ersten Part, wir haben eine kleine Hütte, wir haben Schlafsack drin, wir haben was zu essen, vor allem wir haben Fleisch direkt am Anfang. Wir haben eine kleine Box, in der wir was reintun können mittlerweile. Lagerfeuer, in dem noch Fleisch brutzelt. Da müsste ich noch ein bisschen Holz holen. Und ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir echt mal jetzt was zu zähmen. Am besten Dodos, dann können wir die A als Kühlschrank benutzen, können B Eier davon kriegen. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir dann vielleicht sogar schon irgendwie an Kibbel oder sowas kommen, weil ich weiß jetzt nicht, was die an Kibbel brauchen. Da brauchen wir wahrscheinlich erstmal Preserving Bean und so weiter. Das schaue ich mir dann gleich mal an. Und ja, dann sage ich, beziehungsweise ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr euch gerne einen Daumen hoch lassen, würde mich echt freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.